Wir sind die Firma Minvernadero. Wir werden Sie die Montage eines unserer Gewächshäuser zeigen, das T6-Modell. Die Führungsanordnung ist die gleiche für die verschiedenen Modelle der Wenn die Bögen montiert sind, wir hinzufügen die Beine zu den Bögen und lassen sie auf dem Boden. Wir verbinden sie mit horizontalen Stangen. Wir schrauben alles zusammen, damit die Bögen steilen hinauf kann. Schritt 6. Jetzt passen wir die Struktur. Wir messen die Diagonalen mit einem Seil. Beide Diagonalen sollten das gleiche messen. Schritt 7. Acht. Wir stellen die Befestigung am Boden. Schritt 9. Wir machen einen Graben etwa 20 cm tief um das Gewächshaus. Schritt 10. Wir stellen das Plastik auf die Vorderseite mit allen Klammern um den Boden und die Tür. Zwölf. Dann schlagen wir die schwarzen Nägel am Boden in einem Abstand von 35 bis 40 cm nach innen von den Beinen. In den Graben, um das Plastik zu spannen.